Unser offizieller Ärmelpartner, die neue Mayo Feinkost, präsentiert die heutige Pressekonferenz. Dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Drittligaspiel VfB Lübeck gegen 1860 München. Endstand 1:1 vor 6.183 Zuschauern. Ich begrüße unseren Gasttrainer Agirios Giannikis und unseren Trainer Florian Schnorrenberg und bitte unseren Gast, sein Statement zum Spiel abzugeben. Okay, hallo zusammen. Ja, wir wussten, dass wir hier heute auf einen gut organisierten aggressiven Gegner treffen werden, dass es ein herausforderndes Spiel werden wird, speziell in der englischen Woche. Ein sehr intensives Spiel, das haben wir erwartet. So ist auch eingetroffen. Wir haben speziell in den ersten 15 Minuten gebraucht, um einigermaßen ins Spiel zu kommen. Da war der Druck vom Gegner schon sehr groß, haben in Summe wenig Spielphasen gehabt, wo wir Ruhe reinbringen konnten, haben sehr, sehr viele Ballverluste produziert und haben dadurch sehr, sehr viele Umschaltmomente zugelassen. In Summe war es ein chancenarmes Spiel, final gegen Führung 1-0 in der zweiten Halbzeit. Und wenn du 1-0 führst, bis zur 87. Minute, bist du natürlich auch den Sieg einfahren, kriegen ein Tor. Das, wo wir ein Spiel aus den Augen verlieren, wo wir nicht gut strukturiert organisiert sind, im Zentrum, aus der Spielverlagerung raus und dann in der Box. Ja, aber ich denke, der Punkt geht in Ordnung. Danke. Danke. Florian, dein Statement zum Spiel. Ja, guten Abend zusammen. Ich habe vieles ähnlich gesehen. Wir wussten, dass 1860 bereits am Samstag sehr, sehr kompakt war. Ich denke, wir haben heute im eigenen Ballbesitz vieles deutlich besser gemacht als noch am Samstag. War natürlich auch gewollt, vom Gegner nicht ganz so hoch anzulaufen. In unserem Spiel dann, was gefehlt hat in der ersten Halbzeit, war sicherlich die Tiefe im letzten Drittel, um torgefährlich zu werden. Ansonsten kein Vorwurf an meine Mannschaft. In der zweiten Halbzeit kommen wir raus, hatten dann schon ein paar Minuten Probleme, wo der Gegner sehr druckvoll war. Wir sind dann wieder ins Spiel zurückgekommen. Tor müsste ich mir tatsächlich nochmal angucken. Meine Jungs sagten, wäre faul. Wenn es so war, ist natürlich ärgerlich für uns, aber was mir viel, viel wichtiger ist, dass wir heute wieder geschafft haben, auch gegen so einen Gegner, gegen wirklich schwer war, Torchancen rauszuspielen, zurückzukommen. Und Mirko Boland macht dann das 1-1 für uns, was total wichtig ist. Und wenn mir einer gesagt hätte, als in den letzten Wochen hier sehr, sehr viel Schnee lag, wir holen aus den ersten beiden Spielen 4 Punkte, wäre ich damit total einverstanden gewesen. Und so ist es auch heute. Es sind noch 16 Spiele zu gehen und wichtig ist, welche Leistung wir auf den Platz bringen. Und damit bin ich heute total einverstanden. Vielen Dank. Danke. Gibt es Fragen an den Gasttrainer? Ansonsten würden wir Sie entlassen, weil Sie Ihren Flug noch kriegen müssen. Das sieht nicht so aus, dann danke ich fürs Kommen und eine gute Rückfahrt. Tschüss. Gibt es denn Fragen an unseren Trainer? Ja, Dominik Schwärmer, Lübecker Nachrichten. Moin, Flo. Ist schon an? Moin. Kannst du bitte aus deiner Sicht nochmal die Situation vor dem 0-1 beurteilen und sagen, wie du das wahrnimmst, ob es ein Foul war, ob es ein klar erkennbares Foul war, auch von deiner Sicht und ob es einen Austausch mit dem Schiedsrichter gab danach? Also Niklas Casanova sagt mir, Gegenspieler ist ihm in die Beine gelaufen und deswegen empfindet er ein klares Foul. Ich habe die Szene aber wie eben gesagt, leider noch nicht gesehen. Deswegen kann ich es nicht sagen. Und nach dem Spiel gab es jetzt noch keinen Austausch. Ich glaube, hatte während dem Spiel mit meinem Kollegen an der Linie eine oder andere Diskussion wegen Abseits. Wir standen, glaube ich, beide nicht immer ganz so perfekt. Ansonsten muss ich wirklich nochmal ansehen. Gibt es schon irgendwas zu Mirko Boland? Hast du schon mit ihm gesprochen? Ja, na klar, er hat eine Platzwunde, ist jetzt verbunden worden und ist jetzt am Weg ins Krankenhaus, wird genäht werden müssen. Ja, hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, die Antwort auf den Platz gegeben, ganz wichtiges Tor, war sehr, sehr ballsicher, hat unserem Spiel gut getan. Ja, und trotzdem, final haben wir im letzten Drittel noch ein bisschen was zu tun, da können wir noch besser werden. Aber ansonsten war vieles heute schon deutlich besser wie noch im letzten Spiel. Gibt es weitere Fragen? Ja, Marvin Scholz von den Lübecker Nachrichten. Erstmal Glückwunsch zum Remis. Ich denke, das kann man nach dem Verlauf sagen. Sag mal doch gerne, nach dem Mannheim-Spiel musste man erst ein Tor kassieren, damit man 2 schießt. Heute auch wieder 1 kassieren. Aber was sagt das denn über den Charakter dieser Mannschaft aus, wenn sie innerhalb von 2 Tagen so 2-mal zurückkommt? Ja, ich habe das gesagt, die Mannschaft ist intakt, wir haben eine tolle Moral,
Ja, und ich glaube, wenn du dann einen Rückstand aufholen musst, auch in dem Stadion, bei der Atmosphäre, die heute wieder großartig war, dann hast du natürlich dann auch nichts mehr zu verlieren. Ja, wir wussten schon, dass 60 gerade am Wochenende auch im Umschaltspiel nach Ballgewinn extrem stark war. Ja, und ich glaube, wir haben viele, viele Momente gut kontrolliert, weil wir eine sehr, sehr gute Restverteidigung hatten. Nicht alles perfekt war heute, das wissen wir auch, gerade im letzten Drittel, wo das Spiel sowieso am allerschwersten ist. Da wird für uns nochmal wichtig sein, ein bisschen mehr Tiefe reinzubekommen. Aber wie wir nachher wieder gemacht haben, ja, und die Jungs aufs zweite Tor gehen wollten, nach dem Ausgleich in der Endphase, spricht für sich. Und trotz allem möchte ich nochmal wiederholen, am 38. Spieltag ist wichtig, die Tabelle anzuschauen und nicht heute. Hast du denn auch das Gefühl, dass die Mannschaft irgendwie immer so einen Wachrüttler braucht, so ein Gegentor braucht, um dann auch zu antworten? Nee, ich glaube, es war heute einfach vieles besser. Wir waren weniger nervös, wir waren deutlich sicherer im Ballbesitz. Ja, wir hatten viele Ballbesitzphasen, die gut waren. Ja, aber war natürlich trotzdem, wie der Kollege auch eben gesagt hatte, wir haben nicht geschafft, auf beiden Seiten viele Torchancen zu sehen. Von daher war es eher so ein Abnutzungskampf. Aber es sind für mich trotzdem erstmal Dinge, wie sind wir positioniert im eigenen Ballbesitz, wenn der Gegner uns anläuft. Da habe ich viele Sachen gesehen, die richtig gut waren. Aber natürlich auch noch Dinge, die besser gehen, ist klar. Ich hatte so heute von der Tribüne aus das Gefühl, dass es immer wieder auch in der zweiten Halbzeit viele Offensivansätze gibt, wo wirklich auch relativ viel Platz war, das aber nicht so 100% konsequent zu Ende gespielt wurde. Täuscht das? Und wenn das nicht täuscht, woran liegt das im Moment? Habe ich ja gerade eben schon gesagt, dass wir das Spiel im letzten Drittel nochmal verbessern können. Dass es dann darum geht, in die Tiefe zu kommen, die Bälle auch dahin zu spielen. Und von daher ist das eine Aufgabe für uns, die wir noch vor uns haben. Aber habe heute viel Ruhe in unserem Spiel gesehen. Ja. Und das ist erstmal vielversprechend. Hast du denn trotzdem das Gefühl, dass heute mehr als ein Punkt noch drin war? Ich glaube, wir haben das Spiel gesehen. Es war ein Abnutzungskampf. Wenn, dann brauchen wir vielleicht noch ein paar Torchancen mehr. Ich muss das Spiel auch noch mal sehen. Hatte schon den Eindruck, dann hatten wir die Doppelchance nach der Pause irgendwann. Leon Sommer war der zweite Schuss. Davor hatten wir, ich glaube, Mats Facklam war es. Gibt noch eine Situation, wo ich ihn eben gefragt habe, ob er vielleicht sogar aufdrehen kann gegen Verlat. Das sind Momente, die wir uns noch mal angucken müssen und dann analysieren werden mit den Jungs. Ja, weil wir wollen natürlich auch eins, am liebsten noch ein paar Tore mehr machen, ein paar Torchancen mehr rausspielen, damit es noch attraktiver wird für unsere Fans. Aber nochmal, die Stimmung war wieder großartig, nach Rückstand zurückgekommen, tolle Moral. Ja, bin wirklich einverstanden. Danke. Ja, weitere Fragen? Hallo, schönen guten Abend. Jan-Philipp Grundberg, Deutsche Presseagentur. Herr Schnornberg, Sie haben zur Halbzeit reagiert, Akono raus, Facklam rein. Wie haben Sie die Dynamik verändert gesehen in der zweiten Halbzeit? Also erstmal, Cyril Akono, muss ich sagen, hat sich auch aufgerieben. Die eine oder andere Situation war sicherlich unglücklich, wo wir dann nicht am Ball bleiben konnten. Mats ist natürlich so von seiner Intensität im Anlaufen nochmal ein anderer Spieler. Hatte den Eindruck, dass wir gerade, wenn wir Druck auf den Ball haben wollen und linke Innenverteidiger bei Glück bei 1860 auch Rechtsfuß ist, ja, dass wir mit Mats vielleicht nochmal ein bisschen mehr Druck erzeugen können. Von daher sind wir in der englischen Woche. Da ist sowieso wichtig, weil wir müssen marschieren können, wir müssen laufen können in den Spielen. Und deswegen haben wir es heute so aufgeteilt. Und ich denke, dass die Leistung von Mats in der zweiten Halbzeit auch ordentlich war. Dann noch eine Frage zu Mirko Bolland. Jetzt ist die Verletzung ganz, ganz frisch. Glauben Sie, dass das Spiel gegen Aue in Gefahr ist für ihn? Das ist immer schwer zu sagen bei so Platzwunden. Ich bin jetzt kein Arzt, aber ist dann auch oft eine leichte Gehirnerschütterung dabei. Von daher ist heute Dienstag, dann könnte es knapp werden bis Samstag. Aber da ich tatsächlich kein Arzt bin und das auch nicht mehr werde, in dem Leben würde ich mich erstmal verlassen, wenn die Ärzte uns dann die genaue Diagnose sagen. Aber nochmal, er hat heute ein tolles Spiel gemacht, ganz wichtiges Tor für uns und wir wären natürlich froh, wenn er dabei wäre. Dankeschön. Gibt es weitere Fragen? Das sieht nicht so aus. Dann danke ich euch fürs Kommen und dann sehen wir uns bei der PK vor unserem Auswärtsspiel gegen Aue. Bis dahin, tschüss.